Jörg Domdera aus Mecklenburg-Vorpommern ist heute Abend zu Gast und wir haben es gerade schon gehört. Wir hatten im Vorgespräch von dir schon erfahren, oder wir haben von dir erfahren, dass es bei euch sehr digital zugeht, aber nicht erst seit Corona. Das ist richtig, weil wir aufgrund der Struktur Flächenland und auch mit der Mitarbeiterzahl und so wie wir leistungssportlich aufgebaut sind mit drei Stützpunkten an den Eliteschulen Schwerin, Neubrandenburg und Rostock, natürlich darauf immer schon vorbereitet waren. Aber man muss es jetzt auch nicht als was ganz Besonderes hervorheben. Ich denke, auch meine Kollegen in den anderen Landesverbänden sind da sehr gut aufgestellt und auch unsere Vereine sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben das Rad jetzt nicht neu erfunden, einfach nur in einigen Bereichen konsequent dann diese Entwicklung vorangetrieben. Wir haben zum Beispiel, aber das ist in Schleswig-Holstein ja mit Handball for All und in Hamburg auch, wir haben uns für eine Liga entschieden. Wir haben vor 4 Jahren die gesamte Datenbankstruktur, was Spielen, aber auch Verwaltung angeht, auf dieses Modul gestellt und haben jetzt folgerichtig viele Schritte auch in diese Richtung gemacht. Inwiefern hat euch das in der Corona-Krise geholfen? Na, geholfen hat uns in der Corona-Krise, dass wir in der Lage waren, eine gute Kommunikation zu halten untereinander in unseren Gremien, weil es da nicht wichtig ist, dass man über herausragende Technik verfügt, sondern einfach auch über Leute, die Bock haben, miteinander zu kommunizieren. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Theoretisch könnte man auch Brief schreiben. Man muss gewillt sein, diese Kommunikation zu leben. Und was auch wichtig war, dass wir eben auch, wenn wir etwas senden, auch Adressaten haben, die dann diese Technik auch, diese Impulse auch von uns aufnehmen können. Also der ganze Bereich New Liga hilft uns schon in der Verwaltung. Wir sind mit unseren Vereinen dort gut vernetzt. Wir sind jetzt auch wieder gefordert in der Vorbereitung auf die neue Saison. Und, ich glaube, das hilft uns sehr. Du hast vorhin, als wir uns zusammengeschaltet haben, ganz stolz berichtet, du kommst gerade tatsächlich vom Training aus der Halle. Ich komme gerade von meinem privaten ehrenamtlichen Engagement, Trainer in einem Verein im Jugendbereich. Aktuell ist das eine E-Jugendmannschaft. Und es ist in der Tat so, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern schon seit 2 Wochen wieder Indoor-Training machen dürfen. Seit heute ist Mittwoch, seit Montag die Beschränkung aufgehoben ist, dass man in den Hallen Mindestabstand einhalten muss. Was de facto bedeutet, man hat es noch nicht so gesagt, dass ja das Kontaktverbot während des Trainings aufgehoben ist. Wenn ich jetzt immer, also wenn man immer sagt, nach der Krise, dann hat es immer so den Eindruck, als sei die Corona-Krise vorbei. Das ist sie ja nicht. Trotzdem formuliere ich die Frage mal in die Richtung, wie geht es jetzt nach dem Saisonabbruch, wie geht es den Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, das kann ich allumfassend noch nicht sagen, wie es den Vereinen geht. Ich glaube, viele Vereine wissen selber noch nicht so richtig, wie es ihnen geht. Weil es ist ja ein Mehrstufenmodell. Wir haben jetzt erstmal die Sicherung unserer Mitglieder anzugehen. Das heißt, es war wichtig, dass wir Outdoor-Training, Indoor-Training wieder machen durften, damit wir einfach auch sehen, was ist denn an Mitgliedern geblieben? Wo müssen wir nachjustieren? Und wir werden erst im August, September tatsächlich wissen, ob die gemeldeten Mannschaften vor allem in den unteren Ligen dann auch genügend Mitglieder haben, Spieler haben, um diese auch in den Spielbetrieb zu begleiten. Das, was wir im Moment noch gar nicht sagen können, ist, wie geht es unserer Wirtschaft? Weil bevor der mittelständische Betrieb eben dem Verein Geld gibt und aber seine Mitarbeiter Kurzarbeit geschickt hat, fällt die Entscheidung eigentlich eindeutig aus. Du kannst nicht Sponsoringleistungen machen, wenn du deinen Mitarbeitern Kurzarbeit geschickt hast. Und ich glaube, das wissen wir alle erst im August, September, wie schlimm es wirklich um unsere Vereine steht. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. Zeichnen sich denn bereits Sorgenkinder ab?
Ich denke nicht. Also wir werden in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, unsere Vereine nach wie vor am Start haben. Die großen Probleme werden wir in den Bereichen haben, wo der Nachwuchsleistungssport in der Schnittstelle zum Halbprofitum, praktisch dritte Liga, dann geht, wo es wirklich ums Geld geht. Vielleicht auch schon in der vierten Liga angefangen. Das ist schwierig. Der Stand, den wir jetzt haben, und das ist das Allerwichtigste für unsere Vereine, dass wir die Infrastruktur, die wir brauchen, so schnell wie möglich wieder vollumfänglich in Besitz nehmen dürfen, sprich unsere Sporthallen. Und das ist ja an verschiedene Dinge gebunden. Das ist einmal das, was uns vorgegeben wird, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, und dann aber auch an den Normalbetrieb, der hoffentlich dann im August wieder in den Schulen einen Zug hält, damit wir dann dort auch wirklich das, was wir zum Handball spielen und trainieren brauchen, zur Verfügung haben. Wie geht der Verband aus dieser Krise hervor? Der Verband ist noch mitten in der Problematik. Das Erste, was wir gemacht haben, ich glaube, das hat jeder gemacht, wir haben erstmal versucht, alles winterfest zu machen, also sprich Ausgaben runterfahren, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und versuchen das Ganze, weil wir ja auch nicht wussten, wie lange das geht, weil du nicht weißt, welche Auswirkungen das komplett hat, soweit winterfest zu bekommen, damit wir zumindest erstmal eine Chance haben, die nächsten Monate zu überleben. So. Jetzt mittlerweile ist es so, dass wir sagen können, wir haben Planungswünsche, die vielleicht in Erfüllung gehen, und die sehen so aus, dass wir ab August unsere Vereine wieder im Training haben und dass wir ab Mitte September, eventuell auch erst nach den Oktoberferien, das wäre Mitte Oktober, dann mit dem Spielbetrieb anfangen können. Normalerweise haben wir zu diesem Zeitpunkt unsere Spielpläne fest. Wir sind also mit allem durch, weil wir sind dieses Jahr auch sehr zeitig mit Ferien dran. Am Freitag wäre normalerweise der letzte Schultag, was er jetzt auch ist, wobei viele Kinder den letzten Schultag schon am Montag hatten, weil sie ja nur einmal 4 Stunden in der Woche in die Schule gehen dürfen. Und werden jetzt in den Sommerferien, also den gesamten Juli über, mit unseren Vereinen die Spielpläne erarbeiten. Wir machen die Rahmenvorgaben und die Vereine geben uns ihre Termine auf Heimspiele. Da ist jetzt der Vorteil, dass wir eben komplett digitalisiert sind und über diese gemeinsame Applikation arbeiten. Denn da ist es egal, ob ich irgendwo in Deutschland Urlaub mache und das nebenbei mitmache. Ich brauche eben bloß Internet. Ich hätte es fast gesagt in Mallorca, aber ich glaube, das ist ja diesen Sommer gar nicht möglich. Also das ist das, was im Moment ansteht. Was auf jeden Fall klar ist, Oberliga Herren wird zweigleisig. Stand so auf Sprungwurf TV am 7.6., habe ich nochmal nachgeguckt. Das wird wohl so kommen. Ich gehe davon aus, der letzte finale Beschluss der Präsidenten ist noch nicht erfolgt. Die Oberliga Ost-Spree ist in den GBR. Und alles, was dort an Vorschlägen von der Spielkommission kommt, muss final von den 3 Landesverbandspräsidenten abgestimmt werden. Aber soweit ich das einschätze, ist das Formsache. Es wird 2 Staffeln geben, 9 Mannschaften bei den Herren. Du hast auch schon den Jugendbereich, vor allem den, wo es in Richtung Leistungssport geht, angesprochen. Was bedeutet da jetzt der Ausfall oder der Abbruch der Saison? Ihr habt auch immer wieder viele Turniere in Mecklenburg-Vorpommern, die sehr bekannt sind, von denen einige ausfallen. Was bedeutet das für den Jugendhandball? Das bedeutet, dass wir eigentlich in den Monaten April, Mai, Juni die Hauptaktivitätszeit als Verband haben. Wir hätten bis Ende April Saison gespielt, hätten im Mai dann noch Vor- und Endrunden, Bestenermittlungen, Landesmeisterschaft, E- und D-Jugend gehabt, hätten den Wismar Cup gehabt, das ist die Bestenermittlung, weibliche Jugend G in den neuen Bundesländern,
im 22. Jahr wäre das gewesen. Wir hätten jetzt nächste Woche, am Samstag hätten wir angefangen, unser Handball-Sommercamp auf Usedom zu machen mit über 60 Kindern, auch schon über 20 Mal alles abgesagt. Wir hätten regelmäßig Landesauswahl-Lehrgänge gehabt an der Sportschule in Güstrow. Wir hätten Turniere gehabt mit unseren Kooperationspartnern der Landesverbände und der Bundesländer, alles ausgefallen. Wir hätten gemeinsam auch mit Sprungwurf TV ja, das Wochenende gehabt, Final Four in Güstrow. Am 26.04., warte, ich guck mal, ja, 26.04. an dem Sonntag, und hätten am Samstag davor in der gleichen Halle, am gleichen Ort, in der gleichen Location alle unsere Finalspiele im Jugendbereich gehabt. So ist unser Spielbetrieb aufgebaut zum Tag des Jugendhandballs, wo wir die Finals spielen von der C-Jugend bis zur A-Jugend. Alles ausgefallen. Und das ist natürlich für einen Verband, der sich mit Wettkampfsport beschäftigt, der in seiner Satzung das Ziel hat, Talente zu finden, zu fördern und in der Schnittstelle zum Deutschen Handballbund Jugendnationalspieler entwickelt und eben in der Ligapyramide sich auch um den breiten Sport kümmert, um Spielbetrieb zu haben, eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, unsere Vereine sind dort nicht weniger schlimm dran, vielleicht sogar noch schlimmer. Wir hatten letzte Woche Stralsund mit dabei. Stralsund feiert den Aufstieg in die dritte Liga, ist auf der überregionalen Handball-Landkarte wieder vertreten. Jetzt hat Mecklenburg-Vorpommern in der dritten Liga der Herren drei Clubs mit Emp Rostock und den Stieren noch dazu. Die Dolphins bei den Frauen in Rostock sind auch aufgestiegen. Das sieht auf dem Papier erstmal alles ganz gut aus. Wie bewertest du sportlich, unabhängig jetzt von Abbruch und Corona, die Saison und die Situation in Mecklenburg-Vorpommern, was die Vereine angeht? Bevor ich das bewerte, Finn, ganz kurz, SV Grün-Weiß Schwerin ist auch aufgestiegen in die dritte Liga Frauen, wieder aufgestiegen. Muss ich jetzt zwingend sagen, sonst kriege ich morgen Ärger. Nein, wir wollen hier keinen unterschlagen, das stimmt. Okay. Also wir hätten jetzt fünf Drittligisten. Das ist in der jetzigen Situation für uns natürlich gut. Das ist wirklich gut. Wir müssen auch dazu sagen, dass Empower letztes Jahr mit einem Tor in der letzten Sekunde zu Hause gegen Krefeld in der Hammer-Relegation gescheitert ist zum Aufstieg in die zweite Liga. Und dieses Jahr ja auch wieder davon betroffen war durch diese Quotientenregelung, denn im regulären Spielbetrieb wäre das ja mit dem Auswärtsspiel in Dessau noch möglich gewesen, direkt aufzusteigen, beziehungsweise die Qualifikation zum Aufstieg sich zu erarbeiten. Insgesamt sind die Vereine, was den absoluten Bundesliga-Handball angeht, im Moment etwas weiter weg. Das liegt aber eher an der Wirtschaftlichkeit hier im Land. Das ist ein Land, was sich ausschließlich über Tourismus definiert, als Urlaubsland generiert und eben über keine nennenswerte Wirtschaft verfügt, beziehungsweise die Wirtschaft, die hier ist, ihre Firmensitze irgendwo in Westdeutschland beziehungsweise in Skandinavien größtenteils haben. Da ist es schwierig, die Gelder zu generieren, die du brauchst, um diesen Schritt zu machen. Abschließend gefragt, es gab noch eine Telefonhotline, die ihr vom Verband für die Vereine eingerichtet habt. Und ich glaube, das kommt jetzt auch noch einmal. Wie ist das angenommen worden und was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Na, wir haben in dieser Zeit, wo wir mit den Vereinen weniger Kontakt hatten, verschiedene Sachen angeboten. Wir haben zum Beispiel ein Webinar angeboten mit Klaus Feldmann über sechs verschiedene Webinare. Und im ganzen Mai konnte man dort reinschauen. Dies haben wir kostenlos für unsere Vereine eingekauft, sodass sie dort die Trainer nicht zahlen mussten. Und unter anderem hat das Präsidium sich bereit erklärt, eine Sprechstunde einzurichten zu einem festgelegten Tag, wo alle Referate des Präsidiums sich dort zur Verfügung gestellt haben. Und die Resonanz ist positiv gewesen, auch in der Rückmeldung der Vereine, also was das Feedback angeht. Und das ist ja das Entscheidende an der Geschichte. Wir werden im August auf jeden Fall das nochmal anbieten. Einfach auch, um nach den Sommerferien nochmal den Stand auch mit unserem Verein abzuchecken, wo jetzt jeder Einzelne steht. Denn das haben wir ja vorhin in der Vorbesprechung auch gesagt, Beschlusssituationen durch Politik
heißt ja noch lange nicht, dass die kommunale Struktur das auch sofort umsetzt. Und wir sind ja auf diese Dinge angewiesen. Und solange wir nicht gemeinsam trainieren können, das ist ja auch in übergeordneten Ligen, die über Landesgrenzen hinausspielen, ein Thema. Und ich garantieren kann, dass alle zum gleichen Zeitpunkt auch trainieren können, kann ich unter fairen Bedingungen natürlich auch keinen Ligaspielbetrieb machen. Noch dazu, wo es unterschiedliche Auffassungen in den Bundesländern gibt, was ist ein Event? Ab wann darf ich mit wie vielen Zuschauern in eine Halle gehen? Darf ich gar nicht gehen? Denn auch das spielt ja eine Rolle. Das muss man alles berücksichtigen. Und diese Dinge werden wir im August mit dem Verein nochmal besprechen. Und deswegen ziehen sich eben dieses Jahr auch sämtliche Spielplanungen so hin. Die Oberliga Ost-Spree wäre zu diesem Zeitpunkt auch schon längst fertig. Wir sind also alle immer so ein bisschen hinterher hechelnd. Was gibt die Politik vor? Können wir noch einen Schritt machen? Könnten wir noch ein bisschen konkreter werden? Und das ist die Herausforderung, die wir im Moment haben. Über 700.000 aktive Handballer gibt es in ganz Deutschland und mehr als 24 Millionen Handballfans. Bereits jetzt sind wir in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen aktiv. Doch unsere Plattformen sollen auch flächendeckend in ganz Deutschland präsent sein. Sei du mit dabei und werde ein Teil von Sprungwurf TV. Zusammen fördern und steigern wir die Bekanntheit des Handballs und rücken diese einzigartige Sportart in das mediale Zentrum.